Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Alle vorherigen und zukünftigen Spielstände? Epische Artefakte, DNA, Kostüme, Rezepte und andere ausgesuchte Gegenstände, die in From Dusk Till Casa Bonita verdient wurden, werden auf alle vorherigen und zukünftigen Spielstände angewandt. Was? Egal. Mein Team hat sich verändert. Ich habe kein Team? Wo ist mein Team? Nein, Leute! Hä, was ist hier los? Ich habe auch keine DNA. Doch, 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 okay, es sah komisch aus. Achso, nee, die DNA, die angezeigt wird, ist ja die von den Teammitgliedern. Da kein Teammitglied drin ist, ist auch keine DNA drin. Macht Sinn. Ja, macht Sinn. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, du. Peppermint Hippo. Rotznäsiger Waschbär entkommt dem Gesetz. Keine Ahnung, ich hab's nicht gesehen. Der Kuhn. Noch was? Nee. Ich habe doch gerade eine Kinderstimme gehört. Ach ja. Casa Bonita, Casa Bonita. Na, 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 na. Hey, hier drüben. Oh. Gab mal eine Folge mit Butters, ne? und Cartman, wo es ging irgendwie darum, dass ich glaube Kyle seine besten Freunde eingeladen hat zum Geburtstag mit ihm ins Casa Bonitas zu gehen und Cartman war nicht eingeladen, dafür war Butters und da hat Cartman einfach Butters entführt und den auf einer Müllhalde versteckt, ihm vorgetäuscht, die Menschheit wäre untergegangen. Es wären überall verstrahlte Zombies und sowas. Und alles nur, damit er Butters Platz bekommen kann im Casa Bonita. Butters hat meine Schwester entführt und hierher gebracht. Wer weiß, was die mit dir anstellen. Bist du bereit? Gut, wir müssen sie aufhalten. Manche glauben nicht an Vampire, aber es gibt sie wirklich. Ich weiß, South Park hat andere Probleme, aber ich muss meine Schwester beschützen. Aus dem Weg, Sterbliche! Casa Bonita wartet! Bevor wir reingehen, muss ich sehen, dass du klarkommst. Mach sie fertig, dann weiß ich, dass du bereit bist. Besiege die Vampire. Das einzige Mittel gegen die Nacht ist noch dunklere, nicht schwule Nacht. Deine Superkräfte allein reichen nicht. Du musst lernen, die Mächte der Unterwelt zu beherrschen, um diese Kreaturen zu besiegen. Mächte der Unterwelt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Schablagu! Wir verwandeln uns. What the fuck? Klasse freigeschaltet. Das Dämonenkind. Ey, das war so schnell weg. Als Dämonenkind stehen dir einige düstere Moves zur Verfügung. Ich hab neue Moves? Schnapp dir einen mit dem Geistergriff und dann schau gut hin. Boah. Wie jetzt? Warum trifft das so viele? Fernkampfangriff, der auf angrenzende Gegner überspringt. Ist ja geil. Oh. Er springt auf alle Gegner in der Nähe über. Cool, oder? Wer will mit einem Nachtblick schlafen? Ich bin super stark. Ich. Los, mach ihn fertig!
Mit der Seelenschlitzer-Attacke stößt du eine ganze Gruppe zurück. War das scharfe Soße? So. Meine dunkle Macht. Ja! Vom Vampir erwischt. Ihr werdet nicht bereuen, euch mit Vampiren angelegt zu haben. Deine dritte Kraft variiert, je nachdem, ob sie Freund oder Feind trifft. Okay. Unterstützt dich oder einen Freund oder verflucht einen Gegner. Na dann. Also Buff oder Debuff. Sehr gut, wunderbar. Spür die Dunkelheit in dir. Bring mich zu Ende. Was? Du bist toll. Zeit für deinen Ultimate, Wunderarsch. Was macht der? Unterkühlt Gegner, erhalte unheilige Kräfte. Aha, also Gegner werden eingefroren und ich bekomme einen extra Boost. Bin mal gespannt. Das Dämonenkind wird zum Tod, buchstäblich. Du bist jetzt 3 Runden lang verstärkt. Ich habe jetzt 3 Runden lang andere Fähigkeiten, oder wie? Minimal anders. Alter, das Ding. Das Ding fetzt. Das macht weh. Immer noch nur ein. Aber das die Y-Attacke. Zieht euch das mal rein. Da passt ja jetzt der Hut wirklich. Mit der Klasse. Eure Waffen richten nicht aus. Kanalisiere sie, die coolen dunklen Mächte. Unsere dunklen Mächte sind cool. Ihr seid cool. Ja, klar. Mein Zug! Ich hab ja fast Mitleid! So verlässt uns nicht! Er hält mich einfach. Endlich zum Ende! Sterblichkeit ist eine Bitch! Nein, hör auf, die wieder zu beleben. Los, von der Arsch! Das war unausweichlich. Nice. Du hast gewonnen. Vampirismus-Elixier. Ich habe komplett vergessen, die Gegenstände herzustellen, die ich herstellen wollte. Ich hoffe, ich habe genug Materialien dabei. Weil sonst hättest du vielleicht mal irgendwo kaufen sollen. Vampirismus-Elixier, Verbrauchsgegenstand. Muss ja gleich mal gucken. 60 Vampcats. Okay, Wunderarsch, du bist bereit. Gehen wir rein und suchen Karen. Okay. Okay. Mysterio. Die Dämonenkind-Klasse kann jetzt in allen Speicherständen benutzt werden. Ist ja cool. Aber ich fand die Moves jetzt nicht unbedingt besser als meine, muss ich sagen. Ich würde doch wieder auf mein altes Setup wechseln. Ich war auch am Überlegen, ob ich das nehmen soll. So ein Wunderheiler. Klingt vielleicht mehr als der Move, den ich vorher drin hatte. Dazu, welchen Heiler hatten wir noch?
ist denn das Ding hin? Ach, hier. Dann die Ranken. Und der Feuerball, richtig? Der Feuerball. Okay. Nee. Nee. Artefakte. Ja, meine DNA ist noch passend. Okay. Super. Dann machen wir das so. Das Outfit ist lustig. Es passt so sehr zum Hut, deshalb habe ich den nochmal aufgesetzt. Oh. Seht ihr, Leute? Immer schön die Umgebung erkunden. Vamp Pony. Vamp Pony. Pony, nicht Pony. Logisch. Aufhören! Können wir einfach so reingehen? Obwohl die alle anstehen, ja? Ich suche nach Karen! Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Oh! Ich hab den Gutschein hier irgendwo. Lustig. Nehmen Sie Schecks. Hier ist was. Mal sehen. Das ist er nicht. Da ist was. Irgendwo. Nein, nee? Das ist er auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Okay. Oh, das ist doch jetzt hier runtergefallen. Ich hab den Gutschein hier irgendwo. Nehmen Sie Schecks. Was ist denn das jetzt? Ich hab doch jetzt irgendwas gemacht. Aber ich komme da trotzdem nicht das ran. Ist nicht. Irgendwo. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Oh, ich hab den Gutschein. Ah. Nehmen Sie Schecks. Queso, ist das Käse? Also, mal sehen. Nein. Scharfe Käsesoße. Nom, 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 nom. Queso. Nein, das ist er auch nicht. Okay. Eis. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Nehmen Sie Schecks. Hey, ich versuche hier zu arbeiten. Also, mal sehen. Nein, das... Sorry, jeder Besucher über 2 Jahre muss einen Essensgutschein kaufen. Nur dann erlebst du die Magie von Casa Bonita. Ganz recht, mit einem Ticket für nur $17 kriegst du authentisches mexikanisches Essen, todesmutige Klippenspringer, Blackbarts Höhle und noch viel mehr. Klingt gut. Wow, gib das her. Klingt großartig. Komm einfach zurück, wenn du so ein Ticket hast und all das gehört dir. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Lass dir was einfallen. Karen hat nicht mehr viel Zeit. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Also ein Ticket für $17. Das kann ich auch bezahlen. Ich hab das Geld, Leute. Also. Ich weiß nicht, was ich will. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Oh, kannst du ja. Für Selfies mit dem Personal brauchst du einen Essensgutschein. Hm. Nehmen Sie Schecks. Da ist doch einer. Hey, ich versuche hier zu arbeiten. Das war nicht ich. Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Irgendwie ist das hier merkwürdig. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau noch. Ach. Zünd die alte an. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Die hier? Oh, vorsichtig. Aber wie denn? Nehmen Sie Schecks. Aber wie denn? Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Oh, ein Kasperle-Theater. Wo ist denn der Sepp? Wo ist denn der Kasperle? Wo ist das Krokodil? Habt ihr sowas bei euch auch? So ein schönes Kasperle-Theater? Also, mal sehen. Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Sind die Alte an? Kann ich nicht einfach die Zeit anhalten?
Und hier durchlaufen? Nee. Ja, nennt sich Regierung. Ah, ja, nee, das ist eine andere Form von Theater. Vorsicht! Ich rede von einem Theater, was unterhaltsam ist. Ich hab den Gutschein hier irgendwo. Und für Kinder gedacht ist. Weißt du? Nehmen Sie Schecks? Kann ich vielleicht hier hoch? Nein, das ist er nicht. Irgendwo. Ah. Nein, das ist er auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Nehmen Sie Schecks? Also, mal sehen. Nein, das ist dann... Nicht. Irgendwo... Nein, das ist da auch nicht. Okay, ich schau noch mal. Ich hab doch vorhin das Eis gefunden. Kann ich das Eis irgendwie verwenden? Kühlt Getränke, könnte aber auch jemandem gegeben werden, der einen Kühlpack braucht. Kriminaltechnikschrank. Weiß ich gar nicht, ob ich da vielleicht nochmal zur Polizei gehen muss, ob ich den schon benutzt habe. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, einfach drauflaufen ist blöd. Ach, mit dem Zeitport soll ich drüber laufen. Feuer brennt wohl nicht, wenn die Zeit angehalten ist, oder wie? Essensticket. Aha. So geht das also. Der Furz hatte es so richtig in sich. Oh, ich hab den Gutschein hier irgendwo. Fürs Selfies mit dem Personal brauchst du einen Essensgutschein. Ich hab doch einen. Oh, du hast ein Essensticket hereinspaziert. Gut gemacht, komm! Ein Selfie bitte. Nehmen Sie Schecks? Wuhu! Oh. Viel Spaß bei uns! Casa Bonita, Casa Bonita. Nein, 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 nein. Diese armen Irren wissen nicht mal, dass Vampire unter ihnen sind. Wir müssen sie endgültig aufhalten. Da, Vampire! Liebe Mitvampire! Wir haben uns hier versammelt, in dieser Stunde der Finsternis, versammelt, um meinen Geburtstag zu feiern. Dein Geburtstag? Das gibt's doch nicht. Meinst du nicht eher Todestag? Das ist doch ein Vampir. Laben wir uns am Blut eines alkoholfreien Erdbeer-Daikiris. Ich will ein! Da ist Karen! Oh nein! Ihre Haare und ihre Kleidung! Die Verwandlung ist schon im Gange! Los, bevor es zu spät ist! Ein alkoholfreier Erdbeer-Daikiri. Oh. Hey, was ist denn da los? Hartmann im Gefängnis. Ah, und die Eltern von dem Goff-Kind. Muss ich einen Modelvertrag unterschreiben? Wuhu! Die hatten wir noch gefehlt. Henrietta, machen wir auch ein Selfie. Das wird festlich, sag Queso. Queso. Ich suche dich dann bei diesem Coolstagram, auf das ihr Kids so wild seid. Ich krieg auch langsam Hunger, muss ich sagen. Ja, jetzt wo die alle hier von Queso reden und Enchiladas und sonst sowas, da krieg ich langsam Hunger. Honig Sopaipilla? Was? Honig Sopaipilla? Was ist das? Ich mag kein Honig. Ich bin undercover, aber wenn du mich brauchst, tue ich, was ich kann. Ich kam in dieses Universum, um mit meinen Verwandten zu speisen, aber von Mexikanisch kriege ich Sodbrennen, deshalb esse ich nur Salat. Also wenn du meine, wenn ich deine Hilfe brauche, dann kommst du? Das Essen ist echt gut, wenn man dabei an was anderes denkt. Alles klar. Mariachi Sombrero. Oi. Hab ich so ein Ding? Nee, nicht ganz, aber ich hab sowas ähnliches. Moment mal. Psst. So, ich hab hier so einen schönen Button, Hüte.
Gucken wir mal, was wir da haben. Papierhut. Hey, Wunderarsch, hier. Fedora? Nee. Ja, schöner, stylischer, schwarzer. Das kann ich jemand so auch nennen. Ein gescheiter Hut halt. Oder so eine mexikanischen. Das sind nicht mexikanisch, einfach nur Strohhüte. Ich glaube, ich lasse den auch. Der sieht fesch aus. Hey, Wunderarsch, hier. Ist nicht ganz korrekt, aber gefällt mir. Cohen, was machst du da drin? Ich habe den Vampirbefall hier in Casa Bonita untersucht. Aber dann hat man mich erwischt. Du musst mir helfen. Mach ein Bild von mir, wie ich im Gefängnis bin und stell's auf Coonstagram. Fick dich, Arschloch. Fick du dich, Arschloch. Mach schon, ich gehe nicht ohne mein Erinnerungsfoto. Bring die Kamera in Position für Erinnerungsfotos. Ah, Erinnerungsfoto. Das ist kein echtes Gefängnis. Das ist bloß so ein Fotostand. Gut so, Wunderarsch. Hä? Was ja, gut. Wo soll ich denn hinstellen? Ja, gut. Fast, weiter, Wunderarsch. Hä? Lass mich nicht zurück, Gottverdammt. Hä? Gut so, Wunderarsch. Ich kann's nicht nach vorne schieben, ich kann's nur links und rechts. Ich sehe schon, dass hier ein Kreuz ist. Weiter, Wunderarsch. Aber ich kann es nicht nach vorne schieben. Gut so, Wunderarsch. Ich kann es nur links und rechts verschieben. Nein, mach weiter. Ja, gut. Fast. Weiter, Wunderarsch. Nee, das zählt ja nicht so richtig. Oder? Nee. Ja, gut. Fast. Weiter, Wunderarsch. Lasst mich nicht zurück, Gottverdammt. Verstehe ich nicht. Hat jemand schon mal diese Stelle gespielt und weiß, wie das gemeint ist? Ja, gut. Fast. Weiter, Wunderarsch. Also, ich verstehe es nicht. Hol mich hier raus. Bist du verrückt? Nicht bei so einem Absturz. Ein Selfie? Ich bin zu traurig. Okay, warum? Ich will Blackbarts Höhle sehen, aber sie ist geschlossen. Sorry, die Blackbart-Höhle ist vorübergehend geschlossen. Ein Kurzvorfall. Nein. Nein. Wir hatten doch schon alle Toiletten bezwungen. Wir haben doch schon auf allen gethront. Oh, jetzt müssen wir das wieder machen. Nein. Oh, eine Stufe 4, wirklich? Oh, eine Stufe 4. Banjo de Mujeres oder sowas? Ich spreche kein Spanisch, also tut mir leid. Ja. Baño de Mujeres. Keine Ahnung. Das war schrecklich. Das war echt schrecklich. Ich kann das gar nicht mehr so richtig.
Zumindest das kann ich noch halbwegs. Wie soll man das denn machen? Alter. Nee, das ist nicht gut, ey. Das ist nicht gut. Ich muss das erstmal wieder trainieren, ey. Kann das gar nicht. Oder man muss Glück haben, dass man die richtigen Mini-Aktionen erwischt. Wenn man die richtigen Games erwischt, dann geht es. Dann geht es. Aber es ist halt auch mit Glück, ne? Verbunden. Ist uns die Frage, ob man das überhaupt noch machen soll oder will. Weil eigentlich habe ich die Achievements schon abgeschlossen. Eigentlich. Die mit den 12 Toiletten. 3 Sterne, das geht ja. Wie gesagt, 3 Sterne ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Ist das jetzt 2 Sterne oder was? Wir haben gleich beim Schwersten angefangen. Das mag ich nicht. Aber 2 Sterne, wie gesagt, easy peasy. Lemon squeezy. Alle Toiletten bezwungen. Ich bin der König des Scheißhauses. Jetzt gehen wir noch aufs, oh, das war das Frauenklo. Sopapillas! Holt euch fantastische Sopapillas! Mit Honig! Das war das Frauenklo. Wir gehen jetzt noch einmal aufs Männerklo. Das wird jetzt bestimmt ein 5-Sterne-Klo sein. 2 Sterne. Ah, Bagno de Hombres. Hombres. Also das Klo der Männer halt. Das Männerklo. Das war's. Toiletten easy geklärt. Dunkle Mächte sind hier am Werke. Dunkle Mächte.